Ja, also bei der Roten, ich habe gerade nachgefragt, da ist wohl die seitliche Bank einfach aufgesprungen bei der Aktion gegen Jussi am 16er, was ein klares Foul war, was ich gerade nochmal per Video angeschaut habe. Aber das ist eigentlich egal. Ist halt aufgesprungen. Ich weiß nicht, kennen Sie den Schiedsrichter? Haben Sie schon mal Klassiko gesehen, wenn er pfeift? Also ich glaube, es gab noch kein Spiel in Spanien, was länger als 40 Minuten Netto-Spielzeit hatte. Für meine gelbe Karte weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Ich weiß tatsächlich nicht. Nichts gemacht. Ja. Da habe ich einfach, so habe ich gemacht, glaube ich. Weil wenn man das in der Wiederholung sieht, ist es schon ein hartes Foul. Der geht so in die Kniekehle. Und da hatte ich ein bisschen Angst um die Knie meines Stürmers. Aber habe weder gelb noch rot noch sonst. Noch, ich habe nicht mal einen Freistoß gefordert. Also gar nichts gefordert. Und dann das ganz skurril wurde es dann am Ende, als ich mich umgedreht habe zu meinem Sportdirektor und gefragt habe, warum sich der eine oder andere Spieler, also der eine Spieler in der Situation so verhält. Und dann kam er wieder raus und hat gesagt, one more time and you go on the stands. Und dann fragte ich, why? Und dann sagte er, shut up or you go on the stands. Also wir sprechen ja immer viel in der Gesellschaft, wir sollen kommunizieren. Das ist mit Schiedsrichtern tatsächlich in der UEFA Champions League nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Vielleicht sollte man es mit WhatsApp mal probieren. Das klappt ja überall sehr gut. Und dann so. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.